Willkommen zum Infovideo der zweiten Staffel des MRTs und beginnen wir direkt mal mit dem Wesentlichen. Anders als bei der letzten Staffel gibt es diesmal 75 Euro Preisgeld, also ich habe das Preisgeld nochmal um 25 Euro erhöht. Jetzt ist aber die Frage, ob der Erstplatzierte alles kriegt, also 75 Euro, oder ob das aufgeteilt wird in 50 und 25. Das heißt, der Erste kriegt 50 Euro und der Zweitplatzierte kriegt dann 25 Euro. Und da das doch sehr subjektiv ist, mache ich darüber eine Abstimmung. Also klickt mal rechts oben auf das i und stimmt dann ab, was ihr besser findet. Kommen wir jetzt zu den Anforderungen. Ihr verwendet bitte Freebeats, es reichen auch Beats, die halt für nicht kommerzielle Zwecke free sind. Hauptsache es wird halt nichts gestrikt. Und wenn doch was gestrikt wird, seid ihr leider raus. Außer der Beat war halt wirklich free und da gab es halt irgendwie einen Fehler. Es gibt keine Videopflicht, aber es wäre trotzdem gut Videos zu machen, weil ihr könnt auch gleich im Bewertungssystem sehen, dass es halt Videopunkte gibt. Also wäre halt nice, wenn ihr Videos macht. Ich schicke mir eure Runden und eure Qualifikationen in einem WinZip-Archiv. Am besten per Retransfer an die E-Mail mortonrapturnier@gmail.com. Die blende ich euch jetzt auch nochmal ein. Und darin sollten der Beat, der Producer des Beats, der Beatlink, die MP4, also die eigentliche Runde und die Lyrics enthalten sein. Das alles halt wegen den Bewertungen, vor allem die Lyrics braucht man da. Der Beat ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber wäre halt auch nice. Ihr müsst in eurer Qualifikation und in den Runden mindestens 16 Lines rappen, sonst werdet ihr halt nicht angenommen oder disqualifiziert. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht besonders viel, ist halt üblich ein Part. Dann dürft ihr natürlich noch als Team teilnehmen. Und zwar sollte das Team nicht mehr als 4 Teilnehmer überschreiten, weil irgendwann reicht es dann auch. Aber 4 Teilnehmer sind noch in Ordnung und die müssen dann alle 16 Lines rappen. Wichtig ist noch zu sagen, dass ich jeden annehme. Letzte Staffel habe ich ja ein paar Leute abgelehnt. Es wird diesmal 3 Töpfe geben. Top 1 ist der beste, Top 2 ist der mittlere Topf und Top 3 ist der schlechteste. Und jede Qualifikation wird dann sozusagen in einen Topf eingeteilt. Top 1 muss dann gegen Top 3 battlen und Top 2 muss gegen Top 2 battlen. Das System verhindert, dass halt die Besten direkt gegeneinander müssen. Und die Mittleren müssen dann auch direkt gegeneinander. Dadurch wird es dann nochmal spannendere Battles geben. Und zwar werden die verschiedenen Qualifikationen in die Töpfe eingeteilt, indem jeder Juror eine Rangliste zusammenstellt. Und die Ranglisten von den ganzen Juroren werden dann halt miteinander berechnet, sodass man halt am Ende eine Rangliste hat und danach geht man dann halt. Dann kommen halt die Besten in Top 1, die Schlechtesten in Top 3 und die Mittleren halt in Top 2. Und dann werden die Paarungen gemacht und dann gibt es halt ein paar Tage nach Fristende der Quali-Phase die Paarungen. Es wird keinen festen Turnierbaum geben, da ich halt finde, dass das so ein bisschen die Spannung wegnimmt, weil man halt weiß, ja okay, der muss nächste Runde wahrscheinlich gegen den battle. Und ja, finde ich halt allgemein nicht so nice. Die Fristen für die Runden werden sich immer so auf 3 Wochen belaufen. Also ihr werdet auf jeden Fall genug Zeit haben, die Runden zu machen. Vor allem, weil ich weiß, dass man selber so ziemlich viel Zeit braucht, um halt so eine Runde abzugeben, wenn man sich auf jeden Fall halbwegs Mühe geben will. Das Turnier startet wahrscheinlich im 16. oder 32. Das ist zumindest mein Ziel. Also 16. mindestens. Vor allem, weil jeder angenommen wird. Aber 32. wäre echt schon ziemlich nice. Kommen wir zum Bewertungssystem. Ich fand das der letzten Staffel eigentlich schon echt ziemlich gut. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen geändert. Und zwar gibt es diesmal 3 Videopunkte, 7 Audiopunkte. Ich habe jetzt Flow und Audio in einen Punkt gefasst, weil mich hat es oft gestört, dass zum Beispiel Doubles asynchron waren und das wollte ich dann halt mit ins in Flow einfließen lassen. Und ich habe halt die Kategorie Flow direkt insgesamt mit dem Hörgenuss verbunden. Und deswegen gibt es halt nochmal 2 Punkte mehr. Anstatt 5 Flow-Punkte, 7 Audio-Punkte. Dann gibt es 5 Technik-Punkte. Ich finde, man sollte immer noch so auf die Reimtechnik achten, vor allem weil oftmals der Flow dann auch noch dadurch gefördert wird. Dann gibt es 8 Delivery- und Punchline-Punkte. Ich finde, man sollte Delivery und Punchline in einem Punkt fassen, einfach aus dem Grund, dass ich finde, es ist nicht wichtig, dass der Text mega gut ist, beziehungsweise die Punchlines an sich mega gut sind, aber er sollte halt punchen, so. Es sollte punchen drüber kommen. Und wenn ein Text jetzt zum Beispiel an sich nicht so gut ist, dann kann man den trotzdem durch die Delivery um einiges aufwerten. Deswegen fasse ich halt Delivery und Punchlines in einen Punkt. Und dann gibt es noch den Extrapunkt bzw. die Gesamtpaketpunkte, das sind 2 Stück. Und da ich nicht mehr alleine bewerte, macht es auch noch ziemlich viel Sinn, weil es jetzt viele Juroren geben wird. Und jeder kann eigentlich Juror werden. Wenn ihr Juror werden wollt, schickt mir einfach eine Bewerbung per E-Mail am besten an mortonrapturnier@gmail.com. Sucht euch einfach irgendein Battle aus, das man kennt. So, es kann ein TNM-Battle sein, es kann ein Battle der letzten Staffel von mir sein, MDA-Battle, irgendwas, was man halt so kennt, wenn man in dieser Szene hier drin ist. Es kann auch ein JBB-Wette sein, egal. Hauptsache, ihr bewertet es dann mit dem System. Dann schickt ihr mir das zu. Dann gucke ich halt, ob ihr fähig seid, ein Juror zu werden oder halt nicht. Falls ihr dann angenommen werdet, schreibe ich euch einfach zurück. Dann wird es noch nach jeder Runde Awards geben, worüber halt die Juroren abstimmen. Wie halt in ganz vielen anderen Turnieren auch. NHR, TNM,
etc. Und ich denke, Awards sind nochmal eigentlich eine ganz geile Idee, da dann halt die Teilnehmer auch dementsprechend gewürdigt werden. Es wird dann halt die üblichen Kategorien geben, wie bester Flow, beste Hook etc. Falls ihr da noch eine spezielle Idee habt, was man als Kategorie nehmen kann, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Oder mir privat vorschlagen, halt, so was ich sehe. Das war's mit dem Infovideo. Die Adresse seht ihr unten in der Beschreibung. Heute kommt schon um 20 Uhr die erste Qualifikation von Donald Fuck. Verpasst die also auf keinen Fall. Und ja, wie gesagt, schreibt schön Qualis. Reicht viel ein, sodass wir hoffentlich auf ein 32. kommen. Das war's. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.